mal wieder seine wunderschöne Musik. Den lasse ich immer so gern laufen. Level 25. Und der haut mir gleich mal wieder einen Volltreffer rein. Hat nur noch gefehlt, dass der Steinhagel jetzt daneben geht. So, als nächstes muss der Bisa-Gnost reinschicken. Das ist auf jeden Fall schon mal Level 28 für Kenji. Wenn der Bisa-Gnost kommt, dann kommen wir jetzt mit Kadi. Darf ich die Fliegenattacke auch mal ausprobieren? Oder machen wir einen Flügelschlag? Oh, komm. Dabei, oder? Ja, zwei Stück haben wir. Razor Move. Das war ein Volltreffer, oder? Oh, nee, das war kein Volltreffer. Oha. Und das schließt sich in dieser Knosp. Wenn ich wüsste, dass sein Gyarados schon alles für Attacken kann. Ich brauche nämlich eigentlich was, was den Bedroher abfängt. Und ich schläfe ihn erstmal mit Schlafpuder ein, wenn ich damit treffe. Und dann schauen wir weiter. Level 23. Okay, das Ding sollte noch nicht allzu viel Sachen können. Klatscher Tackle bis in die Rente irgendwas, was er ihm gerade beigebracht hat. Ah, der kann Fuchtler! Bist du des Wahnsinns? Hier noch nicht ganz so stark wie der später mal ist. Er hat hier noch eine Base Power von 90, wenn ich mich nicht täusche. Sehr schön, ist zurückgeschreckt. Hallo. Das Ding hat zwar ebenfalls ein Bedroher, aber. Doch locker auch so klein. Ich habe viel zu viele physische Angreifer in meinem Team. Ja. Wie gesagt, ändert sich ja bald. Also, da können sich das ganze Team ein bisschen weiter ausbauen. Kadabra. Meine starke davon aus, dass du eine Konfusion oder einen Psy-Streit von dem Ding überlebst. Und das Ding einfach mit dem Überzahn weghauen kannst. Oh, oder du bist sogar schneller. Das so geht's natürlich auch. Das Ding war ja nur Level 20. Hier auch noch ein Pokémon fangen. Es wird zwar mit ziemlicher Sicherheit ein Nebulax sein, aber mal schauen. Mit etwas Glück wird es ein Fragosso. Wird zwar dann schon das dritte Boden-Pokémon im Team, aber Knogger ist einfach viel zu cool.
es halt. Okay, ich muss mal überlegen, was hier kann ich brauchen, was auf überhaupt Schaden gegen Geist-Gift-Pokémon mit Schwebe machen kann. Also, Konshan hat als einzige Angriffsattacke Ruckzuckhieb, also nein. Skadi hat Geheimpower, Ruckzuckhieb und Schaufler, also auch nein. Lotte ist zu wenig trainiert, Crow habe ich auch noch nicht trainiert. Der Pedobär ist auch ein bisschen unterlevelt. André habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ist auch ein bisschen unterlevelt für das, was wir hier gerade haben. Marvin. Gut, du hast zumindest eine Duo-Nadel, die allerdings auf Geistgift doppelt nicht effektiv trifft. Das heißt, das Ding scheidet auch ein bisschen aus. Also gut, was haben wir denn eigentlich im Team? Also, Kenji hat einen Steinhagel, mit dem er was trifft. Valley hat gar nichts. Kari hat Fliegen und Flügelschlag, das ist etwas. Veit hat einen Felsgrab. Sorti hat Biss und Flügelschlag. Und Dirki hat Rankenhieb und Säure, aber beide auch nicht wirklich effektiv. Ich muss ja fast mit denen durch. Ich habe ja keine wirklichen Alternativen. Meine Alternativen wären offscreen trainieren, bis ich genug Kohle habe, bis ich Konjon einen Flammenwurf oder einen Spuckball kaufen kann. Ich würde hier allerdings erstmal den Flammenwurf holen. Und ja, Skadi so lange trainieren, bis sie den Flammenwurf lernt. Kann ich da drin leider echt nichts machen, einfach wegen der Schwebe. Ja, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Offscreen-Training und ja. Ich werde hier mal ein bisschen was nachtrainieren. Fight hat mal ein bisschen Auszeit. Und kann schon, ich weiß nicht, was der demnächst noch lernt. Wobei, der lernt, glaube ich, mit Level 30 ein Biss. Wenn man mal das ganze Team hier so ein bisschen Level 30 trainiert, Valley kann man hier drin leider als echt nicht brauchen. Das heißt, ich lasse die beiden jetzt einfach mal hier und trainiere mit denen hier mal ein bisschen weiter. Okay. Das Ganze mache ich jetzt offscreen. Und wir sehen uns nach dem Offscreen-Training wieder. Bis gleich. So, ich bin noch mal ganz kurz, kleine Zwischenmeldung wieder da. Ich habe die Skadi mittlerweile auf Level 29 trainiert und folglich darf sich die Kleine jetzt entwickeln, weil sie hat Flammenwurf gelernt. Und damit ist sie jetzt endlich brauchbar. So, okay. Das war's dann aber auch schon wieder von diesem kleinen Zwischenbericht. Wir sehen uns dann, wenn ich mit dem Training fertig bin. So, und ich bin wieder da, wie bereits versprochen. Ich habe einfach mal so lange trainiert, bis einfach mal... Ja, bis ich genug Geld hatte, dass ich mir die Flammenwurf-TM für Konshan leisten konnte. Ich habe ihm jetzt auch den Flammenwurf beigebracht, damit hat er jetzt eine mehr als stabile Step-Attacke. Er hat nebenbei auch noch Biss gelernt, was jetzt für den Turm nachher auch noch einigermaßen brauchbar ist. Wobei ich der Meinung bin, dass Flammenwurf trotz allem mehr Schaden macht. Moment, wir haben 95 Base Power auf dem Flammenwurf, geht auf 137,5 oder nee, 142,5 und Biss kommt auf 120. Ja, okay, Flammenwurf ist trotzdem stärker. Ja. Ansonsten, das gesamte Team ist Level 30 und ich glaube, es hat sonst niemand mehr was gelernt.
Zumindest nicht, dass mir was eingefallen. Ah ja, doch, Swati hat den Konfu-Strahl gelernt. Dafür habe ich ihm den Superschall weggemacht. Aber das war auch schon alles. Und ja, mit diesem Team marschieren wir jetzt durch den Pokémon-Turm durch. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob ich da überhaupt auf der zweiten Ebene irgendwas sehe außer Nebel. Auf meiner Feuerrot ging das damals zumindest immer nicht. Ich lasse mich aber gerne mal überraschen. Nö, ich sehe nichts. Okay, das heißt, wir müssen uns da durchtasten. Vor allem müssen wir dann auch mal schauen, was wir hier für Pokémon kriegen. Ich hoffe ja insgeheim immer noch auf ein Fragosso. So. Ja gut, mit Geheimpower können wir hier nichts anfangen. Und ich habe schon wieder vergessen, die Attackenanimation wieder anzumachen. Einfach mal dran denken. Hab's nicht beutel, ich brauche die Optionen. Animation ein. Hier haben wir ein Fluchtseil. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Auf jeden Fall. Ah ja, jetzt habe ich das was gesehen. Wir kriegen einen Nebulak. Ja gut, das war zu erwarten. Kadi kann ich das Ding jetzt nicht wirklich schwächen, weil ich habe gerade gesehen, dass ich ein Level 23er mit dem Ding One hätte. Und ich glaube, ich habe keine Attacken dabei, die irgendwie nur recht wenig Schaden machen. Ich könnte es mit Dirki und einer Säure probieren oder mit einem Rankenhieb, aber ich habe hab die Befürchtung, dass selbst das schon zu viel ist. Aber selbst wenn, ist es nicht so schlimm. Alpollo ist zwar ein cooles Pokémon, aber wenn man es nicht zu Gängen entwickeln kann, leider nur halb so brauchbar. Auf jeden Fall. Oh. Das hilft. Wenn es sich so schwächt, dann geht's natürlich auch recht schön. Das Ganze ist ein Weibchen. Na gut. Ich glaube, ich muss die Kata hier auch mal mit reinbringen. Dirki ist mit minimal angeschlagen, aber das geht schon. Exorzistin Walburga. Hier hat die große Frage erreicht, Flügelschlag eigentlich auch dafür? Hier oben. So. Anastasia. Level 24 Nebula. Oh, das war ein Crit. Die Frage war jetzt nur, ob der notwendig war.